Ich bin ehrlich mit euch, Bitcoins Preisbewegung der letzten 2 Monate war alles andere als spannend. Vor allem aber spezifisch die letzten 7 Tage oder die letzte Woche, in der Bitcoin in einer Preisspanne von nur 3,4% tradete, was einer der schmalsten Ranges seit über 3 Jahren ist. Lasst euch davon aber nicht täuschen, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das einfach nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir. Auf diesem Kanal wirklich das Wichtigste, was man im Bereich Krypto wissen muss und die Infos so, dass sie jeder verstehen und vor allem auch anwenden kann. Und im heutigen Video, wieso der Markt so unvolatil ist, wieso wir sehr bald hohe Volatilität erwarten können und vor allem in welche Richtung es dann weitergeht. Ein paar spannende News sind auch dabei, aber da möchte ich heute mal gar nicht so viel vorwegnehmen. Was ich aber sagen möchte ist, check gerne den allerersten Link in meiner Beschreibung ab, der zur EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo führt. Bitvavo hat über 180 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren, ihr habt eine Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert und das Beste, mit meinem Link sichert ihr euch für Bitvavo auch noch einen netten 10 Euro Willkommensbonus. Ich persönlich bin auch bei Bitvavo, ich möchte so oder so nie etwas promoten, wo ich nicht 100% dahinter stehe, das ist auch der Grund, wieso Bitvavo aktuell oder immer noch der einzige Partner auf meinem Kanal ist, aber falls euch das eben interessiert, gerne einfach den Link abchecken und dann wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß beim heutigen Video. Der Bitcoin-Chart spiegelt genau das wider, was ich im Intro schon angekündigt hatte. Im Prinzip sehen wir die letzten 10-11 Tage einfach Konsolidierung zwischen ungefähr 26.600 und $27.400. Was jedoch wichtig ist, weil wir ja heute darüber sprechen, dass viel Volatilität bevorstehen könnte, eine Bewegung in Richtung $30.000 und vor allem dann über $30.000 würde bedeuten, dass unser bullischer Aufwärtstrend weitergeht, da dies ein neues höheres Hoch markieren würde und eine Bewegung in Richtung $23.000 und dann auch unter $23.000 würde genau das Gegenteil bedeuten, also der Verlust unseres bullischen Trends und der Beginn eines bärischen Trends. Zunächst aber, wieso sollten wir überhaupt Volatilität erwarten? Wie das Analyseunternehmen Glassnode schreibt, die 7-Tage Preisspanne in Klammern 3,4%, in der sich Bitcoin konsolidiert hat, ist eine der engsten in den letzten 3 Jahren. Es ist vergleichbar mit Januar 2023 und Juli 2020, die beide großen Marktbewegungen vorausgingen. Dies deutet darauf hin, dass sich wahrscheinlich eine hohe Volatilität abzeichnen wird. Was dieser Chart aber beschreibt, ist im Endeffekt, und das ist auch nicht nur spezifisch auf Bitcoin, die Tendenz, dass auf Phasen geringer Volatilität häufig Volatilitätsexpansionen folgen. Gibt dazu auch einige Studien und Paper bzw. Analysen, aber um es auf den Punkt zu bringen, geringe Volatilität ist oft nicht nachhaltig, was zum Beispiel auf die allgemeine Psychologie des Marktes zurückzuführen ist, also zum Beispiel, dass Trader mehr bereit sind, Risiko aufzunehmen, wenn wenig passiert, oder aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit an sich höher wird, dass irgendwelche Faktoren wie zum Beispiel Makrobedingungen den Preis in eine bestimmte Richtung bewegen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Situation, dass Kerzen mit geringer Volatilität der Vorbote einer großen Bewegung waren, oder hier das gleiche, hier sogar 2 Beispiele, auch mit einer Abwärtsbewegung, und naja, die aktuelle Situation sieht halt, wie schon besprochen, so aus. Man sieht das auch auf dem Bitcoin-Volatilitätsindex, obwohl wir die letzten 2 Jahre einen generell rückläufigen Trend hatten, das aber eigentlich schon immer, also Bitcoin wird schon immer mit der Zeit unvolatiler, aber wie man sieht, die Volatilität springt trotzdem immer zwischen hoch und niedrig. Wir haben nie ewig lange Phasen mit hoher Volatilität oder ewig lange Phasen mit niedriger Volatilität, sondern eher immer solche Spitzen. Und es gibt auch schon Anzeichen dafür, dass jetzt wieder Volatilität bevorsteht. Wie zum Beispiel, dass während der Preis seitwärts geht, aber das Open Interest wieder stark ansteigt, also ein Zustrom neuer Handelspositionen aufgebaut wird und diese es wahrscheinlicher machen, dass der Preis durch diese Position stärker bewegt wird, zum Beispiel durch Liquidationen der Trades. In Bezug auf die Frage, in welche Richtung es als nächstes geht, die Daten der Futures-Märkte, also Sachen wie zum Beispiel Funding Rates, das Open Interest oder das Long-Short-Ratio, sind momentan eher bärisch oder zumindest neutral, weshalb es auf jeden Fall zunächst mal runtergehen könnte, aber der langfristigere Trend würde sagen, auch dann geht es wieder nach oben. Abseits dieser Indikatoren gibt es aber auch ein ganz spezifisches Makroevent, auf das momentan alle schauen und welches auch der entscheidende Katalysator sein könnte. Und zwar erhöht der Kongress die US-Schuldenobergrenze oder kommt es dazu, dass die USA zum ersten Mal ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Erstmal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es einfach wieder zu einer Erhöhung kommt.
genau wie die letzten, keine Ahnung, 100 Male auch. Aber da man wieder eben kurz vor der Entscheidung steht und die Entscheidung auch eine sehr wichtige Entscheidung ist, da zum Beispiel per dem Weißen Haus selbst US-Aktien um 45% einbrechen würden und die Arbeitslosigkeit um 5% steigen würde, wenn die USA ihre Schulden nicht begleichen, könnten die Kurse auch bei einer Erhöhung trotzdem darauf ordentlich reagieren. Dann, bevor wir mit den News starten, wie jeden Montag, was steht überhaupt in dieser Woche alles an? Es wird an sich eher wieder eine ruhige Woche, aber wir haben am Mittwoch trotzdem das Sitzungsprotokoll zum FOMC-Meeting Anfang Mai, wo wir eventuell ein paar weitere Daten oder Informationen bekommen und dann am Freitag die US-PCE-Kerninflation, also die Inflationsdaten für die Konsumausgaben und Kern bedeutet einfach ohne Nahrung und ohne Energie. Für die geopolitischen Entscheidungen der Federal Reserve eines der wichtigsten Inflationsmetriken. Jetzt aber zu den News und die erste Sache bezieht sich auf die Hinman-Dokumente im Ripple vs. SEC-Fall. Diese werden ja jetzt endlich nach langem Warten veröffentlicht, aber es wurde nun ein gemeinsames Schreiben eingereicht, welches die Deadline um eine Woche verlängern soll, was aus dem 6. Juni jetzt den 13. macht. Dann ganz kurz, ich hatte vor genau einer Woche schon ein Kurzvideo hierzu gemacht, aber heute, also am 22. Mai, ist der jährliche Bitcoin Pizza Day, da vor genau 13 Jahren die erste kommerzielle Bitcoin-Transaktion stattfand, wo jemand für 10.000 BTC zwei Pizzen kaufte. Für diesen Tipp wahrscheinlich ein sehr, sehr trauriger Tag, aber für alle anderen ist es ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, wie weit Bitcoin in den letzten 13 Jahren oder seit Beginn einfach gekommen ist. Des Weiteren mal wieder ein Drama bei MetaMask und die Frage, ob MetaMask Kryptowährungen von Kunden aus Steuergründen zurückhält. Die Diskussion kam auf wegen einer neuen Steuerklausel in den Nutzerbedingungen von MetaMask, in der sich MetaMask das Recht vorbehält, Steuern auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen einzubehalten. Um es aber ganz kurz zu machen, das bezieht sich nur auf gekaufte Produkte oder Dienstleistungen und deckt keine Kapitalertragssteuern ab. Es hat also nichts mit den Kryptowährungen der Kunden zu tun und viele, die darüber berichtet haben, haben das entweder falsch verstanden oder wollten MetaMask einfach in ein schlechtes Licht drücken. Wer auch in ein schlechtes Licht gerückt wird, aber verdient, ist Sam Bankman-Fried. Nachdem er ja mittlerweile im Hausarrest sitzt, dort nicht einmal mehr League of Legends spielen darf und ihm auch noch über 100 Jahre Haft drohen, ist das angeblich aber nicht einmal der Tiefpunkt gewesen, denn jetzt wird Sam Bankman-Fried von seinem eigenen Firmenimperium verklagt. Ja, FTX fordert hier von Sam Bankman-Fried und anderen leitenden Angestellten über 250 Millionen US-Dollar wegen mangelnder Sorgfaltspflicht bei einer Übernahme, die kurz vor dem Zusammenbruch stattfand. Ob das etwas daran ändert, dass er so oder so wahrscheinlich lebenslänglich hinter Gittern sitzen wird? Eher nicht, aber es ist halt trotzdem eine weitere Sache, die hier dazukommt. So, und zum Schluss noch zwei sehr interessante Clips von der Bitcoin Miami Konferenz 2023, die jetzt stattfand, in der es darum geht, wieso der ganze BRC20-Hype, also dieser ganze Bitcoin-Memecoin-Hype, eigentlich sehr, sehr wichtig war und wieso man auf Bitcoin aufbauen sollte. Vor allem der zweite Clip von Michael Saylor. And the thing is that we've got to stop pretending that Bitcoin is perfect. We have to realize that it's up to us to continue to innovate, to build not only on top of it with things like Lightning, but to actually think about what is this technology, how do we use the wealth that it's generated, not only for personal freedom, but also for societal freedom. The entire discussion of ordinals inscriptions is important to Bitcoin for two reasons. One, for Bitcoin to be successful over the long term, the Bitcoin miners have to be successful. And two, for Bitcoin to scale to 8 billion people and be embraced by every company, every government, every person on Earth, we need to build applications on the layer two and the layer three in order to extend the functionality and the performance and the scalability of Bitcoin. So if I were to basically discourage application development, I would be making it harder to scale to 8 billion people and I would also be destroying the Bitcoin mining network. Also ziemlich klar, man sollte das Bauen von Applikationen auf Bitcoin ermutigen, weil es am Ende das sein wird, was Bitcoin massentauglich macht. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine weiteren Krypto-Themen mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gerne auch ein Like da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder.